Guten Morgen und herzlich willkommen zur Tageskarte für den 22.03.2023. Dann schauen wir mal, was uns die geistige Welt heute mitteilen möchte, womit wir uns am besten heute befassen können. Die Energien sind ja momentan wieder sehr hoch. Na, da ist es schon gekommen. So, das sind die 10 der Schwerter. So. Die Stärke dieser Karte ist mächtig. Also diese Karte bringt die Chance, einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Hat aber auch die Schwäche, dass man eher aufgibt, weil was Neues zu beginnen ist immer schwieriger, wie etwas Altes, was man schon gewohnt ist, fortzusetzen. Ebenso ist es immer schwieriger, seine Gewohnheiten zu ändern und in was Neues, Besseres umzuändern. Die Gefahren dieser Karte sind halt die Stagnation in der Vergangenheit. Was bedeutet, der Mensch ist halt lieber gemütlich. Er macht sich nicht gerne viel Arbeit. Er möchte halt einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Das kennt er, da muss er sich auf nichts Neues einstellen. Und da hat er keine Gefahren von irgendwas Unerwartetem. Diese Karte möchte aber darauf hinweisen, dass es schlecht ist, in der Vergangenheit zu stagnieren, an alten Gewohnheiten festzuhalten, bloß weil man sie gewöhnt ist. Es ist besser, mit Mut in die Zukunft zu gehen und auch was zu ändern, was man ändern möchte. Und es ist im Moment auch die perfekte Energie dafür, um kleinere Sachen leicht zu ändern und größere Sachen nach und nach zu ändern. Die Botschaft dieser Karte ist, ein Neustart kann beängstigend sein, aber er ist auch mächtig, weil er das Leben in etwas Neues, Echtes und Einfaches verwandelt. Lasse das Leiden der Vergangenheit hinter dir und beginne eine neue Gegenwart zu leben. Also es bedeutet auch ganz einfach, jeder Mensch erlebt gute und schlechte Dinge in der Vergangenheit. Und jetzt ist die Möglichkeit, die schlechten Dinge aus der Vergangenheit anzusehen, zu bearbeiten und auch loszulassen, damit man in eine bessere Zukunft starten kann. Da alles, was wir erlebt haben, einen Abdruck auf uns hinterlässt und uns beeinflusst. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und einen wundervollen Tag.